So, ich stehe jetzt hier auf dieser Seite neben einer jungen Frau, die ist jetzt ein bisschen aufgeregt. Sie heißt Alex und hat, glaube ich, ein bisschen Lampenfieber. Guten Abend. Hallo, Alex. So mal einen Applaus, da freut sie sich. Ja. So, Alex ist heute hier, weil ihr Mann hier ist. Und der steht jetzt hinter der Bühne, ist unser nächster Künstler. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen Lampenfieber, oder? Ich denke auch, ja. Und das, liebe Zuschauer, obwohl der eigentlich, man könnte sagen, in Anführungszeichen alter Hase ist. Ja, wir sehen ihn da. Sehen Sie ihn? Da steht er hinter der Bühne und lauscht uns. Ja, denn der hat schon mit richtig großen Künstlern gemeinsam auf der Bühne gestanden. Meistens im Background. Ja, also er hat zusammengearbeitet mit Andrea Berg, mit Beatrice Egli, Matthias Reim, mit Andreas Gabalier, um nur ein paar zu nennen. Aber heute ist alles anders, ne? Heute geht's um ihn. Heute kommt er mit seinem eigenen Projekt. Genau. Wie geht's dem jetzt? Ich denke, er ist sehr aufgeregt. Sie sind ja immer bei ihm, ne? Sie lassen ihn ja kaum aus den Augen. Ihr seid ganz viel gemeinsam unterwegs. Wenn Sie jetzt die Chance haben, der hört uns. Was möchten Sie ihm sagen? Dass ich Ihnen alles erdenklich Gute wünsche für den Auftritt. Dich ganz, ganz doll liebe, mein Engel. Und unglaublich stolz auf dich bin. Oh, wenn das jetzt nicht schön war, oder? So, meine Damen und Herren, also dann kann es jetzt losgehen. Ein toller Titel. Premiere für ihn bei uns in der Show und auch Premiere, weil mit einem riesengroßen, tollen Orchester. Herzlich willkommen, toi, 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 Mitch Keller. Heute bei uns Mitch Keller. Vielen herzlichen Dank.